Es reicht. Es reicht mit. Der Tower ist down. So, der Poison, okay. Perfekt. Spielt er jetzt nochmal die. Ja, ist okay. So, Leute, hier jetzt gleich. Passt das noch? Nice. Schönes Ding. Der tankt erstmal. Kümmert sich auch um die Kanone. Let's go. Wir sind noch am Tower, Leute. Wir sind noch am Tower. Oh mein Gott, Sepp. Yo, Leute. Es ist jetzt 14. Nee, es ist jetzt 16 Uhr. Um 14 Uhr habe ich das Video hochgeladen. Das erste. Das Video kommt heute auch. Werdet ihr ja sehen. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten Zeit, muss dann, also das heißt ein paar Minuten, zwei Stunden, für einen Stream würde es nicht reichen, Stream vorbereiten dauert ja allein schon eine halbe Stunde, für ein Video reicht es, eineinhalb Stunden bin ich hier denke ich fertig, ich muss noch zu einer Übungszeit und für die Uni, deswegen kann ich heute nicht streamen, ihr wisst Bescheid, wir gucken uns hier gerade ein Replay an, ich war gerade am Chillen, habe einen Stream geschaut von einem kleinen YouTuber, dachte so, komm, ein, zwei Runden zocke ich und habe dann hier ein bisschen Trophäen gepusht. Und es sah am Anfang gar nicht gut aus für mich. Überhaupt nicht gut, Leute. Überhaupt nicht. Guckt euch diesen Push da links an. Komplette Zerstörung. Eieiei. Erstmal ein Stück trinken. Hashtag Wasser. Wenn sogar Haupt Main Tower kriegt so viel Schaden. Guckt es euch an. Und rechts läuft aber der Golem Level 6. Let's go. Elite Barbaren. Sepp. Naja, nicht perfekt. Aber war auch nicht schlimm. Leute, dieser Push. Der Tower, mein Haupttower hat nur 1400 HP. Da kommen die Bogies noch von ihm, werden aber umgemetzelt. Ich komme mit meinen Bogies Level 12. Ich habe übrigens die Lakaien auf Level 12 geupgradet, habt ihr ja gesehen. Geupgradet. Und dann liegt der Tower da schon. Leute, das hat mich gerade so gepusht. Dieser Sieg hat mich dazu gebracht, dieses Video jetzt noch zu machen. Damit läuft auch ein nicer Song. Habe ich jetzt ein bisschen laut. Ich mache ihn mal kurz ein bisschen leiser. So, ich könnte die Musik auch hinterher einfügen, aber ich lasse sie einfach so live laufen, dass ich auch gerade in dem Moment, wo ihr natürlich die Musik hört, ich sie auch höre. Wir kämpfen jetzt auch auf jeden Fall nochmal. Ich öffne noch die Gratis-Truhe. Bei drei Karten gucke ich schon immer. Leute, ihr wisst es, unbedingt Legendy irgendwie mal aus einer Silbertruhe im Stream, wäre doch nice. Wir öffnen auch noch die Silbertruhe, komm. 16 Gems, ich habe noch 50, es läuft. Silbertruhe wird aufgemacht, wir spielen mit diesem Deck wieder, kämpfen. Und können jetzt die 4000 Trophies pushen, Leute. Können die 4000 Trophies pushen mit einem Sieg. Spielen jetzt gegen jemanden, der weniger Trophies hat als wir. Splitten zu Beginn die Bogenschützen. Wir haben nichts Besseres auf der Hand. Können nichts machen. Wir warten kurz trotzdem mal ab, was er spielt. Wartet noch. Ah, okay, spielt ein Golem. Ich wollte gerade... Oh yeah. Jetzt kann ich auch nur die Skelette... Und der Golem. Ich hoffe, der kommt nicht zu spät. Jetzt haben wir natürlich gar nichts in der Verteidigung, wenn jetzt da links irgendwie was kommt. Oh, wir machen mal Folgendes. Wir spielen einfach mal ein Poison. Oh, ich glaube, der macht sogar ganz gut Schaden, der Poison. Der hat sich gelohnt, Leute. Das war jetzt nicht viel Schaden, den wir kassiert haben. Hauen den Golem gut um. Er hat zwar ein Tornado. Was? Oh, lau. Okay, Bogi ist noch drauf. Golem noch relativ viel AP. Er muss nur in den Tower kommen. Schafft er nicht mehr. Ah, schade. Ich hoffe, es überblendet nicht. Ich habe die Helligkeit ein bisschen... Leute, bei mir ist gerade übrigens Land unter. Also es regnet extrem, deswegen muss ich Licht anmachen und so weiter. Und es sieht ein bisschen düster aus. Deswegen Helligkeit hochgeschraubt, wenn es zu hell ist. Sorry dafür. Bei uns auf jeden Fall Regen. Die ganze Zeit schon Regen. Katastrophe. Aber ist auch nicht schlimm, ich streame sowieso den ganzen Tag oder lerne. Von daher kein Ding. So. Ich überlege gerade, ob ich das Video schneide. Keine Ahnung. Wenn ich schneide, werde ich das hier auf jeden Fall aus. Oh Leute, der hat doch bestimmt Poison. Nein! Oh, es fängt schon wieder an, Leute. Aufnahme und es läuft gar nichts. Oh, unsere Pumpe, unsere arme Pumpe. Da hätte er sich ein Sepp gelohnt, aber jetzt ist auch zu spät. Jetzt ist auch zu spät. Jetzt können wir es auch vergessen. Komm, Bogenschütze macht noch ein bisschen Damage. Wir müssen eigentlich eine Pumpe spielen. Wir spielen eine Pumpe, ist das dumm. Aber ich kann nichts anderes Sinnvolles machen gerade in der Situation. Komm, let's go. Let's go jetzt hier. Er lenkt wenigstens noch das Skelett ab.
Er hat den Poison. Wir spielen selber defensiven Poison. Das ist zu wenig. Das reicht nicht, Leute. Das reicht nicht. Ah, der defensive Poison hätte früher kommen müssen. Aber Leute. Aber Leute. Glaubt mir. Just believe. Leute, das wird gleich noch ein richtig ekelhafter Backdoor, den er sich hier gefasst machen kann. Mit einem Poison jetzt hier noch drauf. Oh Leute, jetzt wird doch zu... Das wird zu knapp. So. Ah nein, das wird zu knapp. Schade. Leute, es hätte vielleicht doch geklappt, wenn ich... Na, er hat natürlich einen Golem in der Verteidigung. Schade. Win. Safe win. So, jetzt mit dem Licht wieder in Ordnung. Leute. Ich dachte, jetzt holen wir wenigstens ein bisschen was. Komm, einen Kampf machen wir hier noch. Leute, ich habe auch irgendwie nichts Besonderes, aber ich mache trotzdem ein Video, weil ihr mir auch echt gutes Feedback in den Kommentaren gerade gegeben habt. Da dachte ich, habe sogar die Kommentare gelesen, beantwortet. Dann habe ich mir einen Stream angeschaut, der mir vorgeschlagen worden ist. Ja, und dann dachte ich, komm, warum mache ich jetzt nicht noch schnell ein Video? Geht doch klar. So Stream jetzt nicht, aber Video, nicht perfekt. Oh, nicht perfekt, das tut weh. Lohnt sich dann... Was? Wie lang? Ey, Leute. Mein Internet, das ist mir schon oft aufgefallen so. Mein Internet, also auf dem Handy läuft es flüssiger als auf dem PC. Auf dem PC habe ich teilweise echt Lags, die richtig nerven. Oh nein. Ah, alles klar. So, egal, wir spielen jetzt einfach eine Pumpe. Wir haben relativ wenig Schaden kassiert. So, dann spielen wir erstmal die Skelette und spielen gleich danach. Boah, das ist schwierig. Nein. Aber wenigstens den Magier umgehauen. Golem jetzt mal aggressiv. Okay, Leute, let's go. Push da. Ich meine, das ist viel zu hell. Es tut mir leid dafür, ja. So, jetzt machen wir hier einen Push. Bogis sind, glaube ich, eine gute Alternative jetzt hier. Gleich noch einen Poison bereithalten. Magier, irgendwie sowas? Ah, okay. Das lohnt sich. Okay, er hat den Magier. Das habe ich ein bisschen... das war dumm. Spielt bestimmt jetzt gleich ein Magier. Oh, schönes Ding. Komm mal an den Tower ran. Ah, ein bisschen zu aggressiv. Aber er hat nichts auf der Hand. Er hat gerade nichts auf der Hand. Erster Tower liegt. Keine Pumpe mehr. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich da noch eine Pumpe spiele. Egal, sauber. Golem fällt auch noch. Nicht viel Schaden. Ein bisschen Elixier verschwendet. Leute. Ich mache mal die Sounds ein bisschen lauter beim Zocken. Und ich mache nochmal den Stani an. So, let's go. Der Tower fällt sowieso. Ist okay. Ist eingeplant. Golem einfach mal kurz weghauen. Okay. Einfach nochmal meine Elite-Barbaren mit drauf. Die Skelette zwischendrin. Alter. Heftig. Let's go. Oh, die Elite-Barbaren laufen natürlich direkt zum Magier. Es ist perfekt. Ist traumhaft. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Das Deck läuft doch. Es läuft doch. Leute, 4 Bogenschützen am Start. 2 Golems gerade noch. Ein HP hat er kurzzeitig noch. Let's go, Leute. Nice Deck. Jetzt mache ich noch eine Runde. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Bei mir ist es jetzt aber leise. Oh, jetzt ist es lauter. Leute, jetzt auf die 4000. Let's go. Jetzt auf die 4000. Egal, wie gegen wen wir jetzt spielen, wie wir gewinnen. Wenn wir gewinnen, sind wir bei den 4000. Musik wieder ein bisschen regulieren, ein bisschen runter. Und nochmal von vorne. Ist der Klassiker bei mir. Und jetzt haben wir die Pumpe ein bisschen verpennt, aber ist okay, kann man auch so spielen. Wir hatten Poison. Ist für ein Bescheid, schwierig mit den Lakaien. Was könnte er spielen? Man könnte einen Friedhof am Start haben. Wir müssen jetzt den Golem spielen. Mal gucken. Valkyrie mit dabei. Okay. Mal gucken, was wir jetzt machen. Ich weiß es noch nicht so genau. Ah, schön. Glück gehabt. Eieiei. Der Poison war zu spät. Naja, der war noch im
Nein, nein. Okay, er hat viel investiert in die Offense. Und jetzt hauen wir nämlich links einen Push raus. Ah, okay, macht er gut mit den Skeletten. Alter, dann noch eine Kanone am Start. Aber wir sind trotzdem am Tower. Wir hätten zappen müssen, dann wäre der zweite Elite-Baba. Das wäre so ein krasser Move gewesen mit dem Zap. Hätten wir gesappt, wäre der zwei andere Elite-Baba anvisiert worden, der noch Full HP hatte. Egal, erstmal Pumpe setzen, was ein Pumpen-Spot, Leute. Er spielt sowieso einen Poison, oder? Ne, hat er? Rakete hat er noch am Start, Leute. Er hat einfach noch eine Rocket dabei. Frech. Putz an alle, ich bin auch echt ein Noob teilweise. Wenn ich jetzt die Pumpe oben zwischen den Türen platziert hätte, hätte dann die Rakete meinen Turm treffen können. Schreibt mir das mal rein. So, Poison kommt. Ja, Poison kommt. Jetzt spielen wir die Bogies. Oh nein! Ich bin so schlecht, ey. Es ist halt eine Bogenschützin, die dann fehlt, ne? Nein, ne? So, da ist aber der Poison ganz gut. Auch noch gegen die Skelette. Okay, Pfeile kann er spielen. Wir kommen mit den Elite-Baba an, Leute. Wir kommen mit den Elite-Baba an. Ah, okay, da ist noch eine Valkyrie am Start. Aber die ist gleich down. Auch das Musketier visiert nicht. Oh, nee. Leute. Jetzt wird das ja auf jeden Fall ein richtig enges Ding nochmal. Geht der Golem zu der Kanone, ist die Frage. Geht der Golem zu der Kanone? Nein. Let's go, Leute. Let's go. Pfeile hat er parat. Deswegen spielen wir jetzt... Ah, es reicht. Es reicht mit. Der Tower ist down. So, der Poison, okay. Perfekt. Spielt er jetzt nochmal die. Ja, ist okay. So, Leute, hier jetzt gleich. Passt das noch? Nice. Schönes Ding. Der tankt erstmal. Kümmert sich auch um die Kanone. Let's go. Wir sind noch am Tower, Leute. Wir sind noch am Tower. Oh mein Gott, Sepp! Jetzt! Yes! Nice, da wurde auf die 4000, Leute! Auf die 4000! Ich bin, glaube ich, die ganze Zeit viel zu hell gewesen. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Puh. 4012, let's go! Und Leute, das ist eine Winning Streak. Wir hören nicht auf. Ich schneide das dann sowieso zusammen. Ihr wisst Bescheid. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, das ist gerade so... Oh, nö. Aber wir haben uns hier gerade noch mal gerettet. Ich habe jetzt einfach mal aus Reflex die Barbaren gesplittet. Vielleicht nicht das Dümmste jetzt gewesen. Nicht das Dümmste. Erstmal da und jetzt haben wir rechts einen kleinen Push, der auch ein bisschen Schaden macht. Oder er verteidigt ihn noch extra. Nein. Der droppt auf... Guckt euch das an. Nein! Ah! Skelette noch perfekt gespielt, Leute. Skelette noch perfekt gespielt. Hier einfach mal ein Poison noch mit drauf. Alter, er macht trotzdem viel Schaden. Wir sind halt ganz schwach gegen den Lavaloon-Deck. Oh mein Gott, wir müssen hier auch noch die Lakaien spielen. Oh mein Gott, und kriegen sogar noch einen Hit am Main-Tower. Naja... Könnte besser laufen. Ups, da ist, glaube ich, irgendwas umgefallen. Da kommt Pfeile. Krass, dass er da die Pfeile spielt. Wir spielen erstmal Elixier, Sammler. Da hätte eigentlich die Pfeile nicht spielen müssen. Gut für uns. Level 12er übrigens. Sehe ich jetzt erst. Okay, Lightning hat er noch am Start. Frech. Ja, mal gucken. Aber guck mal, wie viel Schaden haben die Lakaien gemacht? Sind jetzt auch mittlerweile Level 12. Hat sich gelohnt. Sind jetzt auch nicht mehr so anfällig gegen Sepp. Ich glaube, Sepp Level 12 oder Level 13. One-hitted ja die Lakaien Level 11. Ich glaube, Sepp Level 13. Und das ist halt dann echt schon belastend. So, er hat ja zum Glück keinen Ferno-Drachen, soweit ich weiß. Dürfte er nicht haben. So, wir machen gleich einfach einen Backdoor-Push, wenn er jetzt hier noch irgendwie muckt. Alter, krass. Krass gespielt. Sauber, der Poison tut weh eigentlich, der müsste richtig weh tun, der wird teuer. Ah, warum? Ich muss jetzt auf den 3-Crown gehen. Leute, 3-Crown.
Sepp da drauf, Skelette noch mit, noch meine Lakaienhorde. Let's go, Leute, let's go, let's go, let's go, nein! Ah! So, er verteidigt aber jetzt noch die ganze Zeit, vielleicht haben wir jetzt eine Chance auf seinen anderen Tower. Oh, da hat er eine Lightning am Start, Leute, Level 12er, keine Chance. Ich dachte wirklich, wir könnten ihn jetzt hier noch holen. Schon droppen wir wieder runter auf die 4000. Ja, keine Chance. GG an M1Ö. GG, GG, gutes Spiel. Gibt's hier auch ein paar Thumbs up. Achso, ihr könnt gerne auch einen Daumen oben da lassen, wenn ihr wollt. Werbung Easter. Und gibt's hier noch irgendwas Nices? Ja, Packer im Angebot. Ich glaube, den packen wir uns einmal ein, Leute. Vielleicht auch ein zweites Mal. Dann brauchen wir noch 10, bis der Packer Level 6 ist. Ansonsten würde ich sagen, meine Freunde, wir sind es heute, wie gesagt, nicht im Stream. Jetzt ist es ganz offiziell. Dafür aber morgen, denke ich, mindestens ein Video. Ich weiß nicht genau, ob ein Stream kommt. Ich kann nichts versprechen. Ich habe viel zu tun. Wir sehen uns bis dahin. Euer Mo!